Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Review-Video von mir. Diesmal gelesen habe ich Spider-Man Ausgabe 20. Spider-Man ist jetzt halt, also Peter Parker ist wieder zurück in seiner eigenen Haut, nachdem Dr. Octavius eine ganze Zeit lang als Peter Parker unterwegs war. Und ist halt konfrontiert mit seinem Privatleben. Vorweg gibt es so ein kleines, da sieht man so eine Frau ganz am Anfang. Man weiß nicht wirklich, was sie macht. Und dann erzählt sie irgendwie was von Peter, dass sie weiß, dass er Spider-Man ist und guckt sich einen Kampf von ihm an gegen Elektro. Danach ist diese Szene auch vorbei. Und später sieht man dann nochmal eine Szene, dass sie in irgendeinem Bunker drin ist und dass Ezekiel auch da ist. Wer sie ist, weiß man noch nicht. Es ist halt alles so der Weg hin jetzt zum nächsten Spider-Man-Event, Spider-Verse. Auf jeden Fall in der aktuellen Serie dann. Spider-Man hat jetzt seiner Freundin, ich habe den Namen leider vergessen, mit der Dr. Octavius und Peter Parks Körper zusammen war, die Situation erklärt. Sie scheint die ganze Sache auch zu glauben. Er ist auch erstmal wieder dann bei den Rächern, die dann direkt mal auschecken, dass er dann wieder Peter Parker ist. Währenddessen sieht man noch Elektro, wie er, seitdem Dr. Octavius die Kontrolle über ihn übernommen hatte, in der Spider-Man-Team-Up-Serie war es, glaube ich. Rasten seine Kräfte völlig außer Kontrolle und der bringt aus Versehen Leute um und. Wie ihr seht, ist momentan sehr viel los im Privatleben und auch mit den Feinden von Spider-Man und die ganze Serie macht durchweg Spaß zurzeit. Spider-Man versucht jetzt auch der coolste Chef der Welt zu sein, weil er hat ja seine eigene Firma, die Dr. Octopus gestartet hat. Hier sieht man die Szene, von der ich gerade erzählt habe, wo man wieder dieses Mädel sieht, von der man nicht weiß, wer sie ist. Die dann den Code schon auswendig weiß von dieser Kombination. Es gibt so und so viele, steht auch hier irgendwo, wie viele Möglichkeiten es da gibt. Aber da es schon so lange eingesperrt ist, kennt sie die Kombination schon, weil sie schon alles ausprobieren konnte. Und hier sieht man kurz Ezekiel. Ich hätte ihn jetzt nicht erkannt, wäre nicht mit Ezekiel angesprochen worden, weil er sah in Romita Jr. One schon allein durch die Zeichnung von Romita Jr. extrem anders aus wie hier. Allerdings finde ich es cool, ihn wiederzusehen. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Dann sieht man jetzt, nachdem man im ersten Heft die Sache mit Elektro behandelt wurde, wie das mit dem weitergeht. Ich will euch das jetzt nicht komplett wegspoilern. Geht es halt jetzt hier im zweiten Heft weiter mit der Fehde zwischen Black Cat und Spider-Man, weil Black Cat von Dr. Octopus und Spider-Mans Haut in den Knast geschickt wird. Und es ist halt auf der Jagd nach ihnen. Viel mehr Spoiler spielt dieses Heft nicht. Das Heft ist tatsächlich eine 4 von 5. Überhaupt die ganze Spider-Man-Serie macht echt extrem Spaß und ich hoffe auch, dass Dan Slott noch einige Jahre weiter Spider-Man schreiben wird, weil der ist echt der perfekte Autor für Spider-Man. Nach Straczynski wahrscheinlich sogar mein Lieblings-Spider-Man-Autor zum momentanigen Zeitpunkt. Und dann habe ich noch was Älteres gelesen. Marvel Exklusiv 96, Carnage Familienfehde. Diesmal leider die Buchhandelsausgabe, wäre das ja nicht die Buchhandelsausgabe, weil bei der Buchhandelsausgabe ist dann dieses Branding von Marvel exklusiv weg. Gefällt mir persönlich besser. Allerdings hätte das auch dieses Comic nicht gerettet. Zeichnungen, wenn man sich darauf einlässt, halt auf dieses Computerbearbeitete, machen dann schon Spaß. Allerdings die Geschichte überhaupt nicht. Es geht halt darum, es fängt halt damit an, dass Carnage wurde von Sentry zerrissen und ins Weltall geschleudert, wodurch er halt gestorben ist quasi. Dann hat es eine Firma hingegangen, hat sich den aus dem Erdorbit wieder geholt und hat daraus Technologie gemacht. Währenddessen taucht auch Shriek wieder auf mit der Zischaterin, die halt auf die aufpassen soll. Und dann kommt halt Carnage wieder und metzelt sich durch die Gegend. Entschuldigung, dass ich das jetzt hier so ein bisschen extrem kurz zusammenfasse, weil ich habe dafür jetzt eine Woche gebraucht für dieses Comic, weil ich es echt total scheiße fand, aber ich alles, was ich mir gekauft habe, eigentlich auch lesen möchte, damit ich das Geld nicht ganz umsonst ausgegeben habe. Es ist halt eine Dauerklopperei mit Carnage, die durch die Zeichnungen lebt, allerdings die das ganze Ding auch nicht retten können. Das Ding ist für mich eine 1 von 5. Braucht man echt überhaupt nicht. Und in einem Punkt bekommt es auch nur, weil die Zeichnungen, wenn man sich darauf einlässt, Spaß machen können. Aber wie gesagt, 1 von 5 braucht man echt nicht. Das war's von dieses Mal von mir. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben und über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein!